Was ist bis jetzt euer Highlight in 2023? Hogwarts Legacy, das Dead Space Remake oder doch Company of Heroes 3? Hogwarts Legacy ist bei mir auch ganz weit vorne. Ein Geheimtipp ist für mich allerdings Kerbal Space Program 2. Wobei Geheimtipp es jetzt wahrscheinlich kaum trifft, denn nach dem Überraschungserfolg vom ersten Ableger in 2011 haben den Titel nicht gerade wenige auf dem Schirm. Und da ich als ausgesprochener Raumfahrtfan sowieso nicht anders konnte, als mir den Titel direkt anzugucken, verrate ich euch jetzt, was Kerbal Space Program 2 im Early Access bis jetzt bietet, für wen sich das lohnt und für wen aktuell wahrscheinlich eher nicht. Los geht's! Bei Kerbal Space Program 2 handelt es sich schon wie im Vorgänger um eine realistische Weltraumsimulation mit physikalisch korrekten Regeln. Und da ich genau weiß, dass ich mit diesem Satz alleine wohl die Hälfte aller Zuschauer hier verliere, die alleine Albträume bekommt, wenn sie Physikunterricht hört, hier ganz schnell ein paar Explosionen, um uns alle wieder zu verdummen. Ja, so sieht es nämlich wiederum auch aus, wenn mal wieder etwas nicht klappt. Doch bevor wir an diesen Punkt kommen, wo etwas fröhlich explodieren kann, müssen wir das Ganze zusammenbauen. Schritt 1 ist also Rakete bauen. Ganz rudimentär besteht eine Rakete aus einer Kapsel, wo unser Astronaut drin sitzt, einem Fallschirm, um das Ding wieder sicher zu landen, Treibstoff und einem Antrieb. Natürlich geht das alles auch deutlich komplizierter, wenn ihr euch reinfuchst. Dabei habt ihr eine große Auswahl an alten und neuen Bauteilen, auf die ihr zurückgreifen könnt. Egal ob Feststoff, Flüssigstoff oder Xenon-Triebwerke, allein beim Bauen einer Rakete könnt ihr unzählige Stunden verbringen und eure Kreativität freien Lauf lassen. Und wenn ihr genug von Raketen habt, könnt ihr sogar Flugzeuge, Jets, Rover, Raumstationen, Satelliten und Co. bauen. Gerade im Vergleich zum Vorgänger gestaltet sich der Baumodus nun deutlich intuitiver und auch die neue Blaupausenansicht ist sehr hilfreich, gerade bei der genauen Platzierung von Bauteilen. Habt ihr erstmal eine Rakete gebaut, geht es zur Startrampe. Schritt 2. Jetzt wollt ihr mit dem Ding ja auch noch in den Weltraum. Und ab hier wird es durchaus ein bisschen tricky. Und nicht nur, weil sich ersetzt beweist, ob eure Rakete fliegen kann. Aber keine Sorge, die Entwickler haben das Ganze dank ein paar Tutorials sehr einsteigerfreundlich gestaltet. Die kann ich euch auch einfach nur empfehlen, gerade wenn ihr noch nie Kerbal gespielt habt. Euch das Ganze jetzt hier zu erklären, würde den Rahmen ein bisschen sprengen, kurz und knapp. Unser Ziel ist es, ganz, ganz schnell um die Erde zu fliegen. Dafür starten wir nach oben und versuchen Schritt für Schritt die Rakete auf die richtige Bahn zu lenken. Alleine daran scheitert man häufiger, als man zugeben würde. Bis ihr in den Weltraum gelangt, kann also noch so einiges schiefgehen. Dank dem neuen UI geht es aber deutlich einfacher und übersichtlicher von der Hand. Das alles spielt sich sehr ähnlich wie in Kerbal Space Program 1. Fehlt noch Schritt 3, die Manöver. Habt ihr erstmal eine stabile Umlaufbahn um die Erde erreicht, ist das ein großer Erfolg. Ab jetzt werdet ihr das Spiel allerdings die meiste Zeit wohl aus der Kartenansicht betrachten. Hier plant ihr eure Manöver, womit eure Mission erst zum vollen Erfolg wird. Welche Ziele ihr dabei verfolgt, ist ganz euch überlassen. Wollt ihr auf dem Mond landen, eine Raumstation im Erdorbit aufbauen oder sicher zur Erde zurückkommen? Das meiste werdet ihr aus der Kartenansicht steuern. Auch hier spendiert euch Intercept Games ein überarbeitetes UI. Diesen Manövermarker mit diesen 6 Pfeilen finde ich allerdings immer noch so ein bisschen friemelig und auch die Kamerasteuerung lässt einen so manchmal verzweifeln. Wer bis jetzt gedacht hat, das sieht ja alles aus wie in Kerbal Space Program 1, bloß in ein bisschen aufgehübschter und mit einem neuen UI, ja, das kann ich euch nicht unbedingt absprechen. Was mit unter anderem aber auch an der Grundprämisse des Spiels liegt. Eine realistische, um jetzt nicht zu sagen Hardcore, Weltraumsimulation mit physikalisch korrekten Regeln. Ja, die Physik verändert sich halt einfach nicht. Also grundlegende Gameplay-Neuerungen sind hier eher weniger zu erwarten. Und gerade diese Sandbox mit all seinen Grenzen, die man fröhlich austesten kann, funktioniert wie im Vorgänger einwandfrei. Doch darüber hinaus wird es dünner als die Luft in der Stratosphäre. Denn bis jetzt besteht Kerbal Space Program 2 genau aus dem, der Sandbox. Sonst nichts. Kein Karrieremodus, keine Herausforderungen oder ähnliches. Auch all die großen Neuerungen, die irgendwann ins Spiel kommen sollen, wie Multiplayer, Kolonien errichten, interstellare Reisen, das alles fehlt leider noch. Und gegenüberstellen muss man den happigen Preis von 50 € für den Early Access.
Das alles bringt mich zu der abschließenden Frage: Für wen lohnt sich Kerbal Space Program 2 in seinem aktuellen Early Access Status? Wem kann ich das empfehlen? Alle, die mit Mathe schon in der Schule auf Kriegsfuß standen, denen wird auch dieses Spiel wohl nicht mehr zum nächsten Einstein wandeln. Für alle anderen scheiden sich die Geister am Preis für den gebotenen Inhalt. Denn so sind die aufgerufenen 50 Euro eher ein Versprechen an die Zukunft, dass ihr dem Entwickler zutraut, im Laufe der nächsten Monate da ein geiles Spiel draus zu machen. Mit all seinen Neuerungen, die versprochen wurden, die definitiv das Spiel bereichern, wenn und wann sie denn kommen. Wenn ihr es also schafft, euren Spaß in der Sandbox zu finden, werdet ihr auch schon jetzt eine Menge Spaß haben. Alle anderen können getrost noch ein paar Monate auf neue Inhalte warten und bis dahin den Vorgänger spielen.